Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen, herzlich willkommen diesmal zu einer Ausgabe, etwas ganz Besonderes. Diesmal bleiben wir hier nicht im Raum, sondern wir wollen eine Reise antreten zum Islamischen Zentrum Hamburg. Dort ist eine Veranstaltung und zwar geht es dort um eine Tagung mit dem Titelthema Islamische Lebensplanung. Und ich fand das ganz interessant, deswegen wollte ich euch mitnehmen, weil gerade in einer Gesellschaft, die wir heute leben, also in der Globalisierung, in der Welt der Industrialisierung, wo alles modern ist, wo alles immer schneller wird, gerade dann ist es doch wichtig, die Frage zu stellen, kann der Islam eigentlich neben den Jenseits, also neben den Vorteilen im Jenseits, was natürlich eine Hauptaufgabe des Islams ist, aber kann der Islam auch in diesseits, in dieser globalisierten Welt für uns, für unser Leben, für unsere Lebensplanung eine wichtige Rolle spielen? Dieser Frage möchten wir auf den Grund gehen und deswegen möchte ich mit meinem Bruder Alijan heute nach Hamburg fahren. Ich erwarte ihn auch schon und ich hoffe, dass ich ihn gleich sehe. Und ja, in dem Sinne freue ich mich, euch mitzunehmen. Bis gleich. Tschüss. So, Alijan ist auch schon da. Assalamu alaikum, Alijan. Wie geht's dir? Assalamu alaikum, David. Na, und wie freust du dich? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann lass uns jetzt beeilen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir nehmen die Kamera mit. Alles und ich würde sagen, bis bald. Wir fahren jetzt mit dem Auto nach Köln. Assalamu alaikum. Ja, Alijan, wir sind jetzt hier in Osnabrück angekommen. Wir müssen jetzt eine Stunde warten, deswegen haben wir uns entschieden, mal kurz im Café zu sitzen. Ja. Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit. Ja, wie war die Fahrt bis jetzt für dich? Die Fahrt war eigentlich ganz gut. Die Vorfreude ist eben noch da. Von daher war das alles erträglich, ja. Okay, ja, erträglich. Du bist ja jetzt an einem Punkt, wo du die Weichen für dein Leben stellst. Genau. Vielleicht mal dazu, glaubst du in einer Welt, ich meine die Zukunft wird jetzt so sein, dass die Welt immer weiter globalisiert ist, immer schneller und immer weiter. Glaubst du, dass da der Islam eher jemanden oder rückständig ist oder ob der Islam wirklich helfen kann in dieser schnellen und ja, globalisierten und ja zum Teil auch eiskalten Welt zu bestehen? Also ob der Islam auch fortschrittlich sein kann, auch in Bezug auf die Lebensplanung? Also in dem Punkt muss ich ganz klar sagen, dass ich meiner Religion stark vertraue, dass ich auch, ist egal unter welchen Umständen ich lebe, dass ich eigentlich sagen kann, dass meine
Religion allgegenwärtig und allerorts mir eigentlich den besten Weg offenbaren wird. Auch im Diesseits? Auch im Diesseits, weil du sagtest, in dieser globalisierten Welt, wo man nicht wirklich weiß, was einen erwartet, in dieser Welt, wo man eben mit viel Konkurrenz zu kämpfen hat, da glaube ich schon, dass der Islam einen schon aus dieser, ja, aus dieser gesellschaftlichen Mentalität schon ein bisschen rausholt und einem einen Weg daraus zeigt. Nach unserer Ankunft gab Bruder Navid einen kurzen Überblick durch den Gebetsraum des Islamischen Zentrums Hamburg. Die Schönheit dieser ist mit dem bloßen Auge bereits erkennbar. Angefangen vom Teppich, welcher der größte handgeknüpfte Rundteppich der Welt ist, bis hin zum prachtvollen Kronleuchter. Eine Besonderheit des Islamischen Zentrums Hamburg sind die hier angezeigten Koran-Kalligrafien. Auffällig hierbei ist, dass ebenfalls eine deutsche Übersetzung mit angegeben wurde, durch die auch deutschsprachige Besucher Einblick in einen Teil des Korans gewinnen. Die Kalligrafien sind nicht durch einfache Malerei entstanden, sondern wie hier zu erkennen, durch aufwendige Stückarbeit. Als nächstes erläutert Bruder Navid die Gebetsnische, welche für Muslime die Richtung Mekkas angibt. Diese ist ebenfalls mit dem Lichtvers aus dem Heiligen Koran geschmückt, zu dem Bruder Navid eine kurze Erläuterung gibt. Lichtvers, also hier der Lichtvers, Gott ist das Licht der Himmel und der Erde, das Gleichnis seines Lichtes ist wie eine Nische und so weiter. Der Lichtvers ist sehr interessant, weil er auf verschiedene Arten und Weisen gedeutet werden kann. Also das Gleichnis kann auf verschiedene Arten und Weisen gedeutet werden. Mit Licht könnte vielleicht die Allmacht Gottes stehen, die Rechtleitung Gottes oder sogar die Familie des Propheten. Und was ich ganz schön finde außerdem, wenn man da oben in der Gebetsnische schaut, da steht auch ein Vers aus dem Heiligen Koran, sehr interessant. Sprich, mein Gebet und mein Opfer und mein Leben und mein Tod gehören Gott, dem Herrn der Welten. Bereits am ersten Tag brachte ein Vortrag von Herrn Waldmann Licht in die islamische Eheplanung. Interesse geweckt hat er durch eine Überlieferung des ehrenwerten Propheten, in der dieser sagt, zwei Rakat eines Verheirateten sind so viel wert wie 70 Rakat eines Ledigen. Doch auf was soll man bei der Partnerwahl nun achten? Hier nennt Herr Waldmann fünf wichtige Kriterien. Erstens, der Glaube des Ehepartners. Zweitens, gutes Benehmen und Herkunft. Drittens, Vernunft. Viertens, körperliche und geistige Gesundheit. Und man mag es kaum glauben, fünftens, Aussehen. Interessant war sein Rat, drei Treffen mit den beiden Familien der Heiratenden zu organisieren, indem nach jedem Treffen speziellere und persönlichere Fragen zum angehenden Eheleben besprochen werden. Natürlich sollen die Brautleute Gelegenheit haben, sich unter vier Augen zu besprechen, zumal dies beim dritten Treffen sehr wichtig ist.
Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Navid und ich sind ein bisschen in Hamburg spazieren gegangen, ein bisschen frische Luft schnappen und wir wollten euch auch von diesem wunderschönen Anblick der Natur kosten lassen. Bruder, wenn du mal ein bisschen durch die Gegend streifen würdest, es sieht echt wunderschön aus hier in Hamburg, sehr gepflegt und ja, wir wollten diesen Anblick einfach mit euch mal teilen. Der Vortrag des ehrenwerten Ayatollahs bildete den Höhepunkt der Veranstaltung. Er erläuterte die Familienplanung und deren Bedeutsamkeit. Sie stellt das Fundament der Gesellschaft dar, da die Gesundheit der Gesellschaft von der Erziehung der Frau abhängig ist. Interessant sind die hier genannten Bedrohungen der Familienidylle. Als wichtigster ist zu nennen, die Familienregeln sind falsch. Beispielsweise die weit verbreitete Meinung, der Mann hat das Sagen. Ayatollah Ramazani macht hier deutlich, alleine der Koran darf das Regelwerk der Familie bilden und dieser sagt, der Mensch ist nur Diener Allahs. Und an einer weiteren Stelle sagt er, dass der Geeignete die Familie führen soll. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, wir hatten jetzt schon einige Interviews gehört, einige Meinungen gehört. Jetzt habe ich Bruder Hassan von der Feder. Assalamu alaikum, lieber Bruder. Ja, vielleicht erstmal ganz kurz, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielleicht eine ganz kurze Vorstellung erstmal. Ja, mein Name ist Hassan Mohsen, ich bin 27 Jahre alt, bin verheiratet, studiere Gerontologie in Vechta, wohne in Delmenhorst. Bruder Hassan, dass der Islam und vor allem dieser tägliche Rituale, die im Islam vorkommen, dass gerade das so eine Art Motivation ist für dich auch, jetzt einmal abhängig von deinem Studium, weil du ja auch viele Sachen auch sich überschneiden, aber andererseits auch, weil du damit vielleicht auch helfen kannst, was ja auch in Islam ist. Also ist es für dich eher eine Motivation, habe ich das richtig verstanden? Nee, sowieso. Also ohne den Islam, ohne die Spiritualität, die Zurückgezogenheit, dass man alleine ist, dass man sich wieder auf das Wesentliche besinnt und zum Beispiel diese Veranstaltung, die es jetzt mittlerweile in Deutschland gibt, das gab es vor 5 Jahren nicht, jetzt gibt es in jeder Stadt und dieses Treffen mit den Geschwistern oder diese Veranstaltungsorganisation und Veranstaltungsteilnahme, natürlich ist das etwas, was einen wieder aufbaut und es gibt viele Phasen, zum Beispiel Phasen in Prüfungsphasen, wo es sehr stressig ist oder auch im Beruf, wo es sehr, sehr stressig wird, dann hilft meist so ein Moscheebesuch oder so eine Veranstaltung, ein Gebet vielleicht oder wenn man wirklich Stress hat, ein Gebet beruhigt die Seele und das ist sehr wichtig, wenn man den Sinn wieder versucht zu reflektieren, dass man einen Sinn hat in diesem Leben und da holt man sich schon die Stärke vom Islam. Also auf jeden Fall mache ich das so. Ja, super. Also vielleicht kann ich auch noch eine Sache ergänzen. Es ist ja manchmal so, das hat jeder Mensch so eine Phase im Leben, wo er auf einmal so träge wird. Vielleicht, wenn man sagt, er hat so Beton in den Beinen, wo man so ganz schwer, also sogar ein Einkauf fällt einem total schwer. Aber dadurch, dass ein Moslem ja diese Pflicht hat zu beten und wenn du einmal da drin bist in diesem Rhythmus, da kommst du auch nicht mehr raus. Also es geht ja auch fast gar nicht mehr. Und wenn du dann in diesem Rhythmus bist, du bist gezwungen aufzustehen, du bist gezwungen dich zu waschen und du bist gezwungen dann dieses Gebet zu machen, weil du in diesem Rhythmus bist. Und da merke ich selber bei mir, dass dieser Rhythmus dann mich automatisch wieder aktiv macht. Das ist so eine Art Reaktivität, würde ich sagen. Also zusammen mit deinen Motivationen, die du auch beschrieben hast, finde ich, das ist auf jeden Fall eine Entlastung als eine Belastung. In dem Sinne, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast bestimmt auch noch sehr viel zu tun. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns dann auf der nächsten Tagung wieder, inshallah. Ich überlasse dir vielleicht noch das Schlusswort. Von meiner Seite aus erstmal Assalamu alaikum. Und mein Schlusswort ist alaikum assalam. Assalamu alaikum. Ja, im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. Wir stehen hier vom Islamischen Zentrum Hamburg und ich habe jetzt hier den Dr. Yavuz, den Initiator der Veranstaltung, die islamische Lebensplanung, neben mir sitzen, oder stehen besser gesagt. Und ja, dann stelle ich Ihnen mal die Frage, die wir uns auch von Anfang an der Reise gestellt haben. Bruder, inwieweit in dieser globalisierten Welt, in dieser schnellen, industrialisierten Welt, in dieser Welt der Ellenbogengesellschaft, inwieweit kann hier der Islam auch im Diesseits für uns eine wichtige Rolle spielen oder uns Muslime helfen?
Ich glaube, wir haben viele Aspekte des Islam noch gar nicht so richtig verinnerlicht, dass wir das in die Gesellschaft auch hineintragen können. Und ein Aspekt des Islam besteht darin, dass wir diese Spaltung der Betrachtungen überwinden. Spaltung der Betrachtungen überwinden, um Einheit Gottes anzustreben. Was heißt Spaltung der Betrachtung überwinden? Spaltung der Betrachtung überwinden bedeutet in diesem Fall, du hast zum Beispiel in der Frage gestellt, auch in dieser Welt. Das heißt, wir haben eine Spaltung zwischen dieser Welt und Jenseits. Wir könnten auch fragen, Lebensplanung vom Islam, wie ist das in einer materiellen Welt, ist gespalten von einer immateriellen Welt und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus will ist, wenn wir den Gedanken des Tauhid, der Einheit Gottes, verinnerlichen, dann verstehen wir die Welt mit einem ganz anderen Blickwinkel, mit einem ganz anderen Auge. Und wenn wir dann von islamischer Lebensplanung sprechen, dann ist nicht eine Lebensplanung von Dunya dieser Welt, Akhira nächster Welt oder spirituellen in diesem Welt oder materiellen gemeint. Nein, es ist die Vereinheitlichung gemeint, dass wir endlich verstehen, die Dinge miteinander, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Das Glück im Jenseits ist nicht etwas, was plötzlich kommt, huch, jetzt bin ich gestorben und glücklich. Nein, das gewinne ich im Herzen schon hier. Und ich nehme es nur mit, die Welt ändert sich ähnlich, ich ändere mich nicht. Und das Spirituelle ist ein Spiegelbild des Materiellen und umgekehrt und vieles andere mehr. Das heißt, wenn ich von islamischer Lebensplanung spreche, heißt das eigentlich zunächst einmal, lerne dich selbst kennen. Wer bist du? Was bist du? Wie bist du? Und dann baue darauf auf, woher kommst du, wohin willst du? Super, vielen Dank einmal für allgemein die ganzen Informationen, die du uns gegeben hast. War eine ganz neue Sichtweise, also so kannte ich das gar nicht. Hatte auch gar nicht mit dieser Antwort gerechnet, ich war selbst überrascht. Und auch für das tolle Beispiel. Ich bedanke mich für die Zeit und und inshallah, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dem Interview. Bis dann, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wir stehen jetzt vor der Zentrummoschee in Hamburg und diese Moschee wurde 1977 von türkischen Gastarbeitern gekauft und es war damals ein Bad, ein öffentliches Bad und nach Renovierungsarbeiten, also beziehungsweise nachdem eine Kuppel hinzugefügt wurde, sowie zwei Minaretten, kann man auch von außen, könnt ihr auch sehen, ganz klar erkennen, dass es jetzt eine Moschee ist. Und in dem Sinne, Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Unsere Hamburg-Reise ist nun beendet und wir möchten jetzt mit dem letzten Beitrag unsere Schlüsselerfahrungen miteinander teilen. Die Frage ist, warum fand gerade zum Thema Planung eine Tagung statt? Wieso wurde kein anderes Thema aufgegriffen? Sei es die Gerechtigkeit Gottes, sei es das Imamat, sei es der Prophet, Friede und Segen auf ihm. Aber es ging um die Planung. Und um das zu verstehen, muss man erst wissen, warum haben wir überhaupt den Islam? Der Islam ist zu uns gekommen, um uns eine Hilfe zu sein. So heißt es auch im Koran, Allah will es euch leicht, nicht schwer machen. Und keiner würde mir widersprechen, dass Planung wirklich den Lebensalltag sowie auch das ganze Leben erleichtert. Viele besondere Dinge im Leben, viele wertvolle Dinge im Leben sind nur durch einen langen und mühseligen Weg zu erreichen. Und hier kommt man ohne Planung nicht sehr weit, denn es sind keine Momentaufnahmen, mit denen man Großartiges erreicht im Leben.
Mit Großartigem meine ich ein Studium zu absolvieren, ein gutes Kind zu erziehen oder einen gesunden Körper zu haben. Habt ihr schon mal von morgens bis abends gelernt? Hat es euch in der Schule weitergebracht? Nein. Aber wenn ihr euch Tag zu Tag einem Plan folgend euren Schulsachen widmet, dann schafft ihr es. Ihr könnt euch ein Wochenende mit eurem Kind auseinandersetzen, aber es wird nicht reichen, um es eine gute Erziehung zu nennen. Es ist ein langer Weg und der Islam sagt uns, dass wir diese wunderschönen Dinge erreichen sollen, aber erreichen können wir sie nur durch Planung. Ich hoffe, dass die Reise von Navid und mir euch sowie uns weiterhelfen konnte und dass wir uns inshallah bald wiedersehen. Bis dann.